Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespiel, Lords Mobile. Eine kleine Geschichte, die ich gerade nicht so richtig lesen konnte, aber ihr könnt ja sicher im Hintergrund noch lesen und da zurückspulen. Ja, würde ich sagen, lass mal einfach mal so ein bisschen durchlaufen, hier ganz kurz die kleine Vorstory. Interessiert zwar keinen, aber einfach der Vollständigkeit halber. Okay, ist schon fertig anscheinend. Er wurde mir auch wieder vorgeschlagen, soweit ich das in Erinnerung noch habe. Und wir sind natürlich dieser minimal kleine Steinhaufen an Eidträger. Wir müssen unser Gelände zurückerobern. Zum Angriff. Todesbogenerin. Okay, ich kann es kaum erwarten, Blut zu vergießen. Okay, ist anscheinend unsere Festung. Verschwinde aus unserem Land, Unhold. Ein Todesritter. Dieses Land ist Teil meines Untotenreichs. Ihr werdet euch vor mir verneigen. Ja, wir haben Trieböcke. Und versuchen, die Wand einzureißen. Schaffen wir nicht, weil da überall Fallen sind. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Sieht jetzt nicht so unbedingt aus danach. Doch, haben wir geschafft anscheinend. Viele, viele leben noch. Und da haben wir irgendwie diese komische Todesbögnerin. Ergib dich, Todesretter. Bei meiner Ehre gelobe ich, dir Gnade zu erweisen. Du Narr, es ist noch lange nicht vorbei. Eisdrache, zum Angriff! Oh, geil. Sexy Eisdrache. Kämpft erstmal alleine, Vorstory halt. Wahrscheinlich wird unser im Endeffekt alleine stehen. Nächster Skill. Piu! Und nächster Skill. Boah, dieser riesige Armbrustbolzen. Okay. Eisdrache wurde erledigt. In unserer Welt herrscht Krieg. Du musst dein Gelände entwickeln und eine starke Armee zusammenstellen. Dein Ziel ist es, der höchste Oberherr zu werden. Du musst im Wunderkrieg obsiegen, um der Oberherr zu werden. Es gibt viel für uns zu tun. Haben wir also gerade mit uns gesprochen. Orakel, willkommen zurück, mein Fürst. Andere Fürsten ringen überall um die Macht. Wir müssen unser Land zurückgewinnen, um unser Gelände zu erweitern. Ich, Belena, werde mein Bestes tun, damit du am Ende den Sieg davon trägst. Truppenstärke ist der entscheidende Faktor im Kampf. Bauen wir eine Kaserne, um damit wir genug Truppen für alle kommenden Kämpfe haben. Okay. Haben wir Training für Soldaten. Macht plus 18, Kasernkapazität plus 20. Tipp auf gratis, um dieses Gebäude fertigzustellen. Flipp, und da kommt eine Kaserne aus dem Boden raus. Die Burg ist das Herzstück der Stadt. Verbessern wir die Burg, um unsere Macht zu erhöhen. Okay. Macht plus 135, maximale Stärke plus 2400 und maximale Hilfe plus 1. Auch wieder gratis beenden und hier kriegen wir ganz, ganz viele Ressourcen als Belohnung. Also machen wir gerade so ein paar Missionen so nach und nach. Die Göttin Athena hat deinem Gebiet ein Schild verliehen, der ist 24 Stunden lang vor Angriff und Schutz, dahin wir die Macht des Gebiets, solange wir diese in Sicherheit sind. Zu viel Laberei, die überskippen wir jetzt einfach mal. Aufstieg in VIP 2, VIP-Punkte 10, täglich einloggen, okay. Gehe zu. Achso. Ja, 20 Ballisten sollen wir machen, anscheinend. Man kann also gleichzeitig Truppen bauen und das Gebäude verbessern. Nicht übel. Nicht übel. Bauen können wir sofort beenden. Verbessere Lazarett auf Level 2. Machen wir also ganz kurz ein paar Missionen hier. Easy going. Kann man ja ganz schnell machen. Erfahrung oder ganze Ressourcen kriegt man anscheinend immer genug, um das Ganze zu verbessern. Level 1 auf Level 2. Wir haben einen Talentpunkt bekommen. 22 Macht und maximale Heldenlevel ist auf 15 gestiegen. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Spiel ich das vergleichen kann. Auf jeden Fall gibt es ein ähnliches Spiel, was so ist. Gerade so mal was diese Bonustalente angeht. Na, verzichte. Verbessere Wachturm auf Level 2. Wir haben anscheinend kein großes Gebiet am Anfang. Macht plus 30 auf E für mehr Info über den Wachturm. Hier haben wir den. Ah ja, reduziert Level 25, reduziert an feindlicher Invasionsturm um 10%. Hier steht halt alles das, was er macht. Für die verschiedenen Level. Zeigt später am Koordinaten feindlicher Armeen, die sich deinem Gelände oder deinem Land. Das ist echt nicht übel, ey. Das ist schon krass, so eine Funktion. So, verbessere Burgmauer auf Level 2. Ja, muss man halt einfach alles so ein bisschen machen. Schließe Scharmützel 1 Level blablabla ab. Blitzjes Ressourcen sind eine wichtigere Grundlage unseres Gebiets. Finde ich den Herrscher Icarus. Nutzen wir die Gelegenheit, um Blitzje zurückzuerobern. Okay. Icarus macht 180. Ich weiß nicht, wo meine Macht steht. Ich habe keine Ahnung. Vernichte alle Feinde für den Sieg. Erfahre mehr über deine Feinde durch Erkundung.
Ikarus befehligt eine Alleskönner-Armee. Besiege ihn mit gemischten Truppen. Okay. Wenn das so dasteht, dann machen wir das einfach so. Wähle hier deinen Helden aus. Wähle hier die Truppentyp und Stärke aus. Starte den Kampf. Okay, das ist anscheinend schon voreingestellt. Alles, was wir hier haben, wurde benutzt. Vor dir steht Ikarus, der Nachtfalke. Mache dich bereit, ins Verderben zu gehen. Ich dachte, er hieß Nachtfalke. Nachtfalke, ach, das ist Nachtfalke, der hier oben. So witzig, wie so ein riesige Pfeil, den musst du dir nochmal angucken, hier. Wie so ein riesiger Pfeilregen auf die Gegner niederprasselt. Bei Gegner natürlich auch, ist schade. Aber egal. Aber unsere Moral war immer noch 100% und 498 Truppenstärke. Und der Gegner stirbt und stirbt hier weiter weg. Nur noch 48 Einheiten vom Gegner da. Oh, weiß nicht, ob es 8 Einheiten sind oder ich denke, die Truppenstärke wird das sein. Aber es können 30 sein. Und da schlachten sie immer weiter. Oder werden sie immer weiter geschlachtet. Und verteidigt sie zurück, die Verteidiger sind aber tot, sind die. Oh, muss ich noch was drücken? Geht auch schon mal raus? Muss ich hier raufklicken? Wahrscheinlich hier. Spieler-EP plus 760, Helden-EP plus 160. Schließe Scharmützel 1 Eroberung Blithias ab. Cool. Also können wir hier Ressourcen bauen. Das werden wir uns aber sicherlich gleich erzählen. Bau eine Sägemühle Level 1, ja. Ich habe... Das muss ich gerade beenden. Na, wenn wir es nacheinander so machen, wie sie mir sagen... Wie ich das machen soll. Baue den Steinbruch. Alles klar. Baue Minen. Okay. Und dann bauen wir hier hinten noch die Höfe. Ja, ganz viele Quests abgeschlossen. Zack. Baue Minen. Baue Hof. Verbessere Sägemühle auf Level 2. Jetzt sollen wir die also alle verbessern. Damit sie mehr produzieren. Ja, verbessern. Ups, damit sie auch noch, natürlich auch noch länger die Ressourcen dann sparen können. Verbessere Sägemühle auf Level 3. Okay, wir sollen also direkt einfach alles das verbessern. Alles klar, kein Ding. Verbessere Steinbruch auf Level 2. Okay, auf Level 3. Ja, ich meine, guck mal, wie wenig das kostet. 225 und wir kriegen mittlerweile so, oder wir haben mittlerweile so viel durch die ganzen Missionen bekommen. So, verbessern. Kann man sich gleich zweimal verbessern? Ist ja ätzend, ey. Wenn man es sowieso zweimal verbessern muss, nervig. Ah, dann kann man das schon mal machen. Dann machen wir die. Dann gehen wir die Mission mal ein bisschen voraus. So. Fertig. Level 5 mittlerweile schon. Macht plus 113. Schon wieder zwei Talentpunkte dazu bekommen. Müssen wir wahrscheinlich gleich mal ausgeben. Wo stehe ich in meiner Erfahrung? Wo ich sehe, wenn ich ein Level habe, ich habe keine Ahnung. So, Ballist ist gleich fertig. Jetzt, genau jetzt. Trinitas Ballisten fertig. Okay, die XP geht hier oben rein. Das ist aber durch das Heldenlevel, oder? Nicht mein Burglevel. Schließe Scharmützel Angriff 2, Angriff im Gebiet, bla 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 ab. Okay. Dann würde ich sagen, greifen wir. Ja, können wir gleich mal erkunden. Stürme seine Mauer mit Kriegsmaschinen eingesetzt. Okay, sind natürlich die Ballisten, deswegen sollten wir die erstmal ausbilden, bevor wir die machen können. Und dann können wir die Ballisten, ist alles schon drin, 514 von 4080 Stärke, also wir können auf jeden Fall noch mehr Einheiten reinballern. Kapazität auf jeden Fall. Alter, die Ballisten, guckt euch an, ey. Njung. Schneller machen kann man das anscheinend nicht. Ja klar, erstmal verliert meine Moral, mein Team ein bisschen an Stärke, weil einfach die Gegner eine Mauer haben. Also sobald die Mauer von den Gegnern runter ist, ist auf jeden Fall erstmal die Moral ziemlich down. Ja, und jetzt geht's los mit dem normalen Fighten. Der Chat da oben nervt so ein bisschen, muss ich sagen. Egal, 199 Einheiten, 196 Einheiten, 191 und dahinter ist so eine riesige Schützenheldin. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Meine Ballisten. Präzise Speere genau auf den Gegner. Verteidiger ziehen. Oh, jetzt haben sie wirklich zurückgezogen. Na, da haben wir die 47 Einheiten verloren. Ist natürlich sehr schade. Aber egal. Dafür haben wir die nächste Stadt gebaut. Und dafür können wir wahrscheinlich wieder
Ressourcen bauen. Achso, ich muss ihn immer noch angreifen, oder wie? Okay, anscheinend müssen wir ihn nochmal angreifen. Wenn das so dasteht, dann ist das halt so. Wir haben zwar ein paar Einheiten weniger, der Gegner aber nicht auch. Weniger als die Hälfte hat der Gegner nur noch. Ach, die Mauer ist schon gefallen, interessant. Macht es natürlich wesentlich einfacher. Und er hat auch wesentlich weniger Nahkämpfer, das sieht man auch schon. Eine Gruppe von Fußsoldaten, eine Gruppe von Seelenschmied vernichtet. Jetzt rennen sie nämlich nicht weg. Jetzt bleiben sie da stehen. Und haben Eier. Ah, hier ist der Seelenschmied. Gruppe eliminiert. Was kann man hier? Spurenleserin im Kampf. Und Eidträger. Ah, 20 Truppenstärke nur noch. 9, 8, 6, 4, 1, 0. Tja, da ist es beendet und die Stadt gehört uns. Spieler-EP plus 190, Helden-EP plus 180, Stufen 2. Ah, okay, jetzt können wir hier nicht Dings machen, sondern einfach so, ja. Anderes. Du brauchst aus zum Betreten einer Heldenstufe. Tippen, um eine Heldenstufe zu starten. Okay. Erster Kampf, Ausdauer 6 Herzen. Orakel, mein Fürst, gestattet, dass ich die Grundlagen des Kampfes mit dir durchgehe. Gerne, gerne, gerne. Ich habe keinen Plan, was die will. Das ist, glaube ich, nur, dass man nur mit Helden kämpfen darf. Keine anderen kleinen Einheiten. Du gewinnst Malerpunkte, während du kämpfst. Mit genug Malerpunkte kannst du große Macht entfesseln. Versuchen wir es. Es hat die Leiste hier unten, die gelbe. Es gibt ja auch wieder drei. Also, das ist krass. Man hat so einen Modus, den es meistens in anderen Apps auch gibt. Und man hat halt so einen richtigen Aufbaumodus, wo man halt auch nochmal Kampagne machen kann. Auch nicht schlecht. Njung. Weggesniped die Drecksau. Bossfight. Jetzt, meiner kann bestimmt eine AOE oder so. Njung. Ich sag jetzt AOE. Achso, hier kann man nur einen Gegner wählen. Alter, holy shit. Das ist so ein Giftpfeil. Die Gegner vergiften halt. Cool. Cool, cool. Ja, ich habe das Prinzip verstanden. Vielen Dank. Ich habe 3 Kronen bekommen. Jeder hat 32 Erfahrung von meinen beiden Helmen bekommen. Und als Belohnung kriegen wir einen Machtring, eine alte Tafel und einen Rauhandschuh und halt so einen kleinen Beschleunigungsbooster, den es öfter gibt. Na, ist in die Hände so eine Kiste. Okay. Lass uns damit deine Helden verstärken. Ah ja, okay, er kann ich zum Beispiel den Ring auswählen. Und wenn ich jedes Item voll habe, genau, kann ich ihn befördern, wie es ja hier heißt. Heißt, die ganzen Items gehen in den Hero rein und machen ihn stärker. Ja. Jetzt muss ich ja theoretisch neues Zeug sammeln, damit ich ihn wieder befördern kann. Auf Stufe, keine Ahnung, wie viel Maximum er ist. Auf jeden Fall ist ja noch viel, viel offen, wenn er noch so viel gesperrt ist. Heldenfähigkeit, Rang 4, Rang 7 und so weiter und so weiter. Gut. Ja, der ist jetzt Rang 5, finde ich. Nee, kann auch nicht sein. Level 5. Hm. Naja. Ist ja auch nicht so wild. Giftschuss. Rauhandschuh. 4 Verteidigungen dazu. Ja. Beende das Gebiet für diese Belohnung. Nachtfalke Icarus. Da kriegt man halt die Nacht, also 10 Medaillen anscheinend davon. Und dann kann man halt Nachtfalke Icarus beschwören. Wenn man das halt bis dahin durchspielt. Also guck, man kann ja so, noch so einen anderen Modus sozusagen starten. Das ist cool. Das ist echt geil. Ja, man kann natürlich auch seine Burg verbessern und so weiter. Also man kann hier Aufbauspiel und halt dieses komische, dieses hier halt. So ein Mix davon. Ist nicht übel. Meistens hat man immer nur eins davon. Aber ja. Wir haben irgendwo noch diese Talentpunkte. Die würde ich vielleicht auch gerne nochmal ganz kurz ausgeben.
Nee. Gibt's Quest? Admin Quest? 6 Stück VIP Quests. Oh, okay, kann man sie also noch extra Mission abholen auf einem anderen Reiter. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Eigentlich möchte ich diese komischen Talentpunkte da benutzen. Aber ich weiß nicht, wo das möglich ist. Vielleicht gibt, vielleicht erst, wenn wir diese Akademie und so weiter haben. Ah ja, mögliche Erforschung von Technik. Das wird es wahrscheinlich sein. So, jetzt kann ich wahrscheinlich, ja. Militär, okay, jetzt kann ich das machen. Steigert Trainingstempo um 20%. Auf habe ich nicht, glaube ich, diesen Punkt gebraucht, oder? Naja, gut. Ja, auf jeden Fall ein umfangreiches Spiel. Schließe Hochplateau für den Bau der Zuflucht ab. Man kann hier wirklich viel machen. Es gibt ja viele, viele kleine Nebenmissionen. Also diese anderen Missionen halt, die hier. Man kann hier viele besiegen. Und ja, wem es gefällt, der kann sich das gerne mal installieren. In der Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!